Servus Mike, liebe Zuschauer, grüß euch, Salongespräch. Thomas, mein Lieber, sei herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen an die Zuschauer und eine kleine Entschuldigung gleich hinterher, dass das letztens nicht geklappt hat, tut uns leid. Das war ein Tonproblem bei der Aufnahme erst festgestellt danach und wir konnten das leider nicht mehr rückgängig machen. Wir hoffen, dass heute alles glatt läuft. Ja, vielleicht müssen wir irgendwann mal mein Mikro hier, also vielleicht brauchen wir neue Mikros, hier schon ein bisschen schwächelt. Und umgekehrt ging es ja noch. Wenn das Bild nicht funktioniert, dann wäre es ja noch sendefähig. Aber wenn man nichts mehr hört, ist beim Gespräch halt schwierig oder nicht versteht, muss man sagen, in dem Fall. Genau. Salongespräch live. Wir sind ab Ende September, Anfang Oktober. Mitte Oktober. Mitte Oktober, wenn so. Ich habe die Daten jetzt einigermaßen im Kopf. Ja. Also wir haben jetzt schon, Thomas spricht von den Salongesprächen live, die wir für die Zuschauer, die das noch nicht kennen, die wir live vor Ort durchführen werden. Da bieten wir jetzt an, dass Menschen mit uns zusammen dann eine Location organisieren, wo wir diese Gespräche stattfinden lassen. Und jeder, der da willkommen ist, gerne hinkommen möchte, soll das tun. Und wir haben jetzt im Moment schon eine ganze Reihe an Anfragen. Die Termine stehen noch nicht fest. Wir gehen davon aus, dass wir Ende Oktober spätestens beginnen werden, in den November rein, vielleicht sogar noch in den Dezember. Aber wir werden, wenn die Termine dann feststehen, das natürlich rechtzeitig bekannt geben, sodass jeder, der Interesse hat, dorthin zu kommen, die Möglichkeit hat, sich anzumelden. Und da kennst du die Daten. Genau, ihr habt die Daten, seht ihr in der Beschreibung unter dem Video auf Mehr klicken und dann klappt es auf und dann seht ihr die E-Mail-Adresse salongespräch.live@gmx.de und vielleicht schon dann auch später die Termine, wenn sie denn wirklich feststehen, stehen dann auch in der Beschreibung und da steht auch ein Verweis zu dem Buch von Mike, Illusion, Spielzeug der Wahrheit. Das kann man immer wieder mal aufklappen, weil wir da auch das editieren und immer wieder aktualisieren, ja, diese Beschreibungstexte. Genau. Mhm. Wir hatten ja im letzten Salongespräch was angekündigt, was natürlich nicht gesendet wurde. Kam, ja. Das Interview von Robert Kennedy. Ja. Und ich würde sagen, jemand, der da Interesse hat, der kann das gerne auch auf diesem Wege sich anschauen. Wir können das nochmal beifügen in die Beschreibung. Ich finde, das ist sehenswert. Er sagte einige Dinge, die aus meiner Sicht zu berücksichtigen sind, worüber man nachdenken sollte. Aber jedem freigestellt, ganz klar. Aber das findet ihr auch unter der gleichen Variante. Mhm. Jo. Ja, deutsche Politik nach der Wahl. Ist vor der Wahl. Ja, Brandenburg, das ist nämlich auch so eine Geschichte. Da könnte es noch peinlicher werden. Ja, zumal ja die AfD durch die Wahlen in Thüringen und Sachsen durchaus Rückenwind hat. Das ist schon eine psychologische Geschichte, auch für Menschen, die sagen, ich möchte zu den Gewinnern zählen. Ja, ja. Deswegen wähle ich die AfD, weil die schon in Thüringen und Sachsen so gut abgeschnitten haben. Man hat so langsam das Gefühl, oder nicht langsam, es verstärkt sich einfach, dass aus welchen Gründen auch immer sich die Altparteien so dermaßen hammerhart anstellen, dass man eigentlich gar nicht mehr anders irgendwann kann für jeden, als zu sagen, die wähle ich nicht mehr. Ja. Ja. Allerdings. Und sie darüber nachdenken, eine 30%-Partei, das wird schon wieder gesagt, die AfD nämlich zu verbieten. Ja, oder einfach schon rhetorisch komplett ausgrenzen, so nach dem Motto der CDU-Mann Vogt in Thüringen meinte, wir sind Nummer eins in der demokratischen Mitte, ja, als Zweiter in der Wahl, ja, wird die AfD praktisch komplett ausgeblendet, es soll wieder kein Landtagspräsident geben für die AfD als stärkste Fraktion und so weiter, diese ganzen Geschichten. Und man hat das Gefühl, alles, was sie tun, treibt die Leute in die Arme der AfD. Genau, sie machen eigentlich durch ihre Art der Politik, durch ihre Aussagen, eine Werbung für die AfD. Permanent. Man könnte jetzt viele Details aufzählen, was die alles fabrizieren auf der Seite der Grünen, der
Altparteien, wenn man jetzt mal pauschal sie beschreibt, mit der Wagenknecht-Partei, die auch natürlich als neue Partei eigentlich gar keine Partei ist, weil da sind auch alles nur Mitläufer, die sich da hinfügen, um ihre Bezüge zu bekommen und sich weiter finanziell am Leben zu halten. Aber wenn du jetzt mal so ein paar Ausschnitte nimmst, also mir ist zum Beispiel nur aufgefallen, es wird viel mehr geben als das, was ich gesehen habe, weil ich schaue mir den Mainstream eben nicht häufig an. Da gibt es eine Aussage von der SPD oder von der Grünen-Sprecherin. Ist egal, ist sowieso die gleiche Silze, Suppe, wenn man so will. Aber, geil, ja. Ja, aber da wird sie gefragt im Interview, was sie davon hält, dass ja doch so viele Menschen jetzt doch die AfD gewählt haben im Verhältnis. Und da sagt sie, ja, das kann ich ganz einfach erklären. Die Menschen, die die AfD gewählt haben, gehen sowieso davon aus, dass sie nicht regieren. Genau, die Aussage kenne ich auch. Kennst du auch? Ja. Also, ja. Schwachsinniger geht schon gar nicht mehr. Mhm. Man stellt Menschen als so schwachsinnig hin, dass sie etwas wählen, weil sie wissen, es wird sowieso nicht regieren. Ja? Öffentlich im ARD oder ZDF ausgestrahlt. Das ist auch ein schönes Beispiel, wie hilflos sie mittlerweile sind. Ja, auch schon vor der Wahl war ja eigentlich das einzige oder das Argument, was am meisten gebracht wurde, wählt bei den Grünen zum Beispiel, wählt Grün. Da als Grund, um Grün zu wählen, wurde angegeben, damit die AfD nicht so viele Stimmen bekommt. Ja. Das ist die Politik, die Also du siehst, wir könnten jetzt da viele Lacher noch bringen, aber lass uns doch vielleicht an der Stelle das mal einfach aus dem Fenster zu betrachten, aus der oberen Sicht. Mhm. Wenn ein Politiker wirklich ein demokratisches, Anführungszeichen, Demokratie, ja, ist ja immer eine Frage, wer und wessen Demokratie ist es? Das ist die Demokratie von denen, die immer sagen, unsere Demokratie, genau, nein, aber ihre Demokratie. Unsere Demokratie. Ja. Oder sprechen wir von einer Demokratie, die wirklich dahin führen soll, dass Menschen wieder souverän und frei denken, reden, sprechen und sich bewegen können. Ja. Wenn also ein Mensch, der demokratisch in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, denken würde, dann müsste er ja spätestens dann anerkennen, welcher Partei er auch immer ist, dass da ein Volkswille entstanden ist, der signifikant ist. Also eine wirkliche Aussage hat. Unignorierbar, ja. Und dann kann man das aus der Sicht alleine schon nicht mehr ignorieren. Egal, ob ich mit den Ansichten dieser Partei und damit natürlich auch mit den Ansichten der Menschen, die diese Partei ja wählen, d'accord bin oder nicht. Mhm. Das spielt keine Rolle. Der entscheidende Fakt ist, da ist ein Teil von Menschen, die wollen das. Und jetzt muss ich in Konsens treten. Das ist Demokratie. Jetzt fange ich an, mit diesen Menschen zu sprechen, mit der Partei zu sprechen und versuche dann zu sehen, wie kommen wir zusammen? Wo kann ich auf meiner Seite Dinge erkennen, die ich regel und vielleicht denen entgegenkomme und umgekehrt? Das wäre aus meiner Sicht eine logische Konsequenz. Und das wird ja permanent in einem wirklichen extremen Maß widersprochen. Das heißt, hier heißt es, wir reden nicht, wir sprechen nicht, wir schließen einfach dicht und sagen nein. Gar nichts, einfach. Das ist das gleiche Bild auf der Politebene mit Putin. Mhm. Wir haben niemanden, mit dem wir reden können. Mit ihm kann man nicht reden. Der Staatsvertreter, das Oberhaupt eines großen, mächtigen Landes, wenn man so will, mit dem kann man nicht reden. Also Kindertheater hoch 5, so trotzig kleines Kind. Ja. Ja? Und darum sage ich ja immer wieder diesen Begriff Film, das kann nur ein Film sein, weil so bescheuert. Das kannst du nicht ernst meinen, ja. Und die Menschen, mit denen wir hier zu tun haben, sind ja gewählt worden. Und dann geht es immer wieder zu dem Punkt zurück, wenn eine Wahl stattfindet unter einem, ich sag mal, Regime dazu, von Menschen, die so denken, wie ich es gerade beschrieben habe, also keine andere Meinung zulassen. Glaubt man dann noch, dass die Wahlen überhaupt der Realität entsprechen, so wie sie uns nachher in der Auszählung dargestellt werden? Das ist dann die nächste Frage. Genau. Die Wahrscheinlichkeit, rein logisch gesehen, geht doch fast gegen null. Die Wahrscheinlichkeit geht dahin, dass man sagt, na Moment, natürlich, wenn die schon so korrupt sind,
in ihrem Denken, dann werden sie auch versuchen, mit allen möglichen Maßnahmen die Wahlen so zu kontrollieren, wie sie es können. Und das hast du ja jetzt hier auch wieder, die Fragwürdigkeiten mit der Briefwahl, die Fragwürdigkeiten mit dem, dass man hier wieder Stimmen zurückaddiert, weil die Software nicht funktioniert hat. Genau, Rechenfehler. Ja, ja, genau, und ja. Ich wage arg zu bezweifeln, dass die Zahlen, die wir hören, im Verhältnis jetzt gesehen, nicht die Realzahlen, sondern im Verhältnis gesehen, überhaupt stimmig sind, genauso wie die ganze Wahl. Also ich behaupte mal, dass ein viel größerer Teil in den Ländern, wo jetzt gerade die Wahl anstand, die AfD gewählt hat, im Verhältnis zu den anderen. Dass es bei dem anderen noch viel schlimmer aussieht und bei der AfD noch viel besser. Wurde ein bisschen abgedämpft. Das ist meine Vermutung. Mehr ging nicht, ja, genau. Und egal, was man jetzt selbst von der AfD hält, wir wissen alle nicht, solange jemand, der vernünftige Sachen vor der Wahl sagt, was er nach der Wahl macht. Das heißt, das ist der Punkt, an dem wir Menschen im Moment noch, ich sage bewusst im Moment noch, keine andere Wahl haben, als zu sagen, okay, jetzt wähle ich zum Beispiel die AfD, weil die anderen Parteien für mich einfach unwählbar sind, alle die Bank durch. Dann habe ich ja immer noch die Chance zu sagen, naja gut, vielleicht kommt ja dann doch mal was Gutes bei der AfD raus. Wenn es dann nicht der Fall ist, werden wir das sehr schnell mitbekommen. Und dann heißt das, wir haben keine Alternative in dem Parteiensystem. Genau. Ja, das wäre dann aber ein Fakt, den wir anhand des Tuns, des Umsetzens mitbekommen. Im Moment können wir nur davon ausgehen, dass die AfD die einzigste Partei ist, die rein logisch betrachtet vernünftige Dinge sagt. Und wir stellen fest, dass die anderen Parteien genau das Gegenteil tun. Also sind die anderen Parteien für mich aus meiner Sicht unwählbar. Mit dem, was sie sagen und was sie tun, unwählbar. Und wenn du die AfD jetzt betrachtest, in dem Moment, wo jetzt die Wahlen anstehen, das heißt hauptsächlich natürlich für die nächste Bundestagswahl, glaube ich, dass gerade das Verhalten der Parteien, der Altparteien, wenn sie daran festhalten, wovon ich ausgehe, sich dadurch bis zur nächsten Bundestagswahl bei noch mehr Wählern in einem großen Maße unwählbar machen. Genau, also das ist auch genau meine Theorie. Sie spielen der AfD damit direkt in die Hände. Und ein ganz wichtiger Punkt, den hattest du vorhin in unserem Vorgespräch kurz erwähnt, ist der, der uns auch, sagen wir mal, im Positiven zu denken geben sollte, dass man feststellt, dass der Hauptteil der Wähler, die AfD wählen, im jungen Bereich liegt. Genau. Und im Verhältnis dazu zum Beispiel die CDU eigentlich mehr das alte Programm der Altdenker noch haben, die irgendwo noch glauben, die CDU war ja mal mehr rechts. Ganz genau. So wird es auch gesagt, dass die Ü50, Ü60-Jährigen vermehrt CDU wählen und eigentlich genau umgekehrt, als es bisher verkauft wurde, dass die AfD die Ewiggestrigen und die komplett Verstrahlten irgendwie, die gar nichts mehr blicken, dabei sind es die Jungen. So, das ist der positive Aspekt für mich. Ich sage ja immer, ich bin ein Mensch, der nicht euphorisch in eine Richtung denkt, weder bei Trump oder bei wen auch immer, auch nicht bei unseren Politikern. Aber ich höre mir an, was sie sagen, was vernünftig klingt, klingt für mich dann vernünftig oder nicht. Ja? Und dann gehe ich davon aus, dann kann man nicht anders agieren, als sagen, jetzt muss man sehen, was geschieht. Und dann werden wir schlauer sein. Der Endeffekt ist immer bei uns. Wir müssen diese Souveränität in uns behalten. Ich wollte aber noch was dazu fügen, weil du erwähnt hast, vor der Wahl, nach der Wahl. Also da zerlegen sie sich ja auch gerade, jetzt Stichwort BSW, ja, was sowieso, die waren nur in 6 von, ich weiß nicht, 48 oder so Wahlkreisen, hatten die überhaupt einen Direktkandidaten aufstellen können, mangels Personal. Dass die auf 13-14% kommen, halte ich auch irgendwie wirklich, es irgendwie fühlt sich unnatürlich an. Ja. Aber sie haben vor der Wahl gesagt, was ja eigentlich vernünftig war,
Naja, also wir verdammen nicht die AfD und da kann man sich durchaus Gespräche vorstellen. Und wenn die AfD behauptet, der Himmel ist blau, dann werden wir nicht sagen, nein, der ist grün. Ja, fand ich auch ein gutes Beispiel. Das muss ja jetzt nicht alles falsch sein, nur weil es von der AfD kommt. Also ich habe jetzt nicht von Regierung gesprochen, aber immerhin, dass man da sich durchaus unterhalten kann und da vielleicht auch was Gemeinsames mal beantragen oder so oder was unterstützen, was die AfD beantragt. Nach der Wahl hieß es jetzt komplett Sperre. Es gibt gar nichts, ja, also auch keine gemeinsamen Anträge, auch keinen Antrag von der AfD, der dann von der, also wirklich total idiotisch, selbst wenn die sagen würden, was weiß ich, was eine totale BSW-Position wäre, selbst dann würden sie es nicht unterstützen. Es passiert ja schon seit Jahren, seit es die AfD gibt in Parlamenten. Und da sagt sich natürlich auch der BSW-Wähler vielleicht, ja, habt aber vor der Wahl irgendwie doch noch anders geklungen in Bezug auf die AfD, genauso wie übrigens auch die CDU mittlerweile jetzt in die Situation kommt, wählst du CDU, bekommst du linksextreme Regierung, ja, mit Linke und SPD. Naja, das ist ja der Irrsinn. Dadurch machen sie sich ja selber kaputt. Genau, das ist... Also die Konstellation, die ich meine, bis zum nächsten Bundestag, ja, zur Wahl, ja, genau, die führt ja dahin, dass das kann ja nicht funktionieren, das wird ja nur chaotischer. Oder es wird immer offensichtlicher. Ja, also es ist wirklich so, dass sich da ein System selbst zerstört. Ja. Die Frage, die sich immer nur stellt, ist es gewollt? Wer ist der Regisseur? Und das ist nicht natürlich. Es läuft nicht auf natürlicher Ebene. Liebe Zuschauer, lieber Mike, ich meine, du hast es ja vorhin schon schön dargestellt. Du musst als Partei oder als AfD, es ist so einfach, du musst einfach nur vernünftige Positionen haben. Du musst dir gar nicht die Genies da drin haben. Nein, überhaupt nicht. In der jetzigen Zeit, so wie wir jetzt gerade... Es war noch nie so einfach. Du hast völlig recht. So wie wir jetzt positioniert sind, gibt dir der Gegenspieler, wenn du jetzt ein AfD-Sprecher bist, der Gegenspieler gibt dir ständig Vorlagen, auf dem Elfmeter, die du nutzen kannst und brauchst nur noch den Ball durchlaufen. Ohne Torwart. Also. Ja, die stellen sich hin ohne Torwart. Ja, das ist ja unglaublich. Wir wohnen hier einem Schauspiel bei, was man vorher so noch nie erlebt hat in der Politik. Und jetzt kann man doch wieder in dem Moment sich die Frage stellen, wie kann das sein, dass so viele Menschen scheinbar, ich sage bewusst scheinbar, das nicht verstehen, da nicht den Ansatz finden, das zu verstehen. Ich bin immer demütig, weil ich sage, ich habe auch in meinem Leben lernen müssen und auch vieles falsch interpretiert. Genauso ich, ja. Und musste bestimmte Dinge erst erfahren, manchmal sehr unangenehme. Wo vielleicht andere schon weiter schon waren und hier so gedacht haben, was ist denn mit Mike los? Ja, genau. Ja. Und jetzt ist das mit Sicherheit auch, dass es Menschen gibt, die weiter sind, wo ich dann sage, ach, das habe ich aber gar nicht so verstanden. Das gehört ja zum sich entwickeln dazu. Aber wir sind wirklich schon an so einem gravierenden Punkt aus meiner Sicht angekommen. Wie du schon richtig sagst, die Vorlagen sind so deutlich, dass man als normal denkender Mensch wirklich sich nicht großartig beschäftigen muss mit Einzelheiten im Detailwissen, sondern du kriegst einfach von der Vernunft gesagt, das kann doch nicht sein. Das ist so, wenn man dir am ARD um 20 Uhr sagt, ja, wir haben gerade Sonnenaufgang und du siehst, wie die Sonne untergeht. Ja, so absurd ist es wirklich. Es kommen aber auch, man muss auch sagen, die Einschläge auch für Sie, so nenne ich sie mal, immer näher. Also ich will mal ganz kurz nochmal, gerade weil du die Jugend und die AfD angesprochen hast, auf TikTok gibt es einen Trend von jungen Frauen, die auf Döp, 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 neuen Text, nur die AfD, nur die AfD, natürlich so ein schöner Beat, der jetzt eher junge Leute anspricht auch und hübsche junge Frauen, tolle Frauen, ja. Die Gesicht zeigen und das Gesicht zeigen, die Formulierung ist schlimm, aber in dem Fall kann man sie wirklich verwenden, den Mut haben, für die AfD öffentlich einzustehen. Dann haben wir, will ich jetzt nur erwähnen, ein Gerichtsurteil wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wo das Gericht anerkannt hat, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes falsch war und eigentlich auch jedes anderen Gerichtes bei dieser Impfpflicht, weil das Gericht anerkannt hat, dass laut den RKI-Protokollen es eben keine wissenschaftlichen Grundlagen waren, die diese Entscheidungen herbeigeführt haben, sondern politische Weisungen und haben es
verwiesen ans Bundesverfassungsgericht. Die müssen jetzt nochmal oder generell darüber entscheiden. Wird unter Juristen gefeiert als ein Durchbruch, ja, dass das inzwischen auch in der Justiz angekommen ist. Und was war denn noch? Ja, diese komplette, also nochmal, muss ich ganz kurz dieses Ding muss ich kurz erzählen, weil es passt so gut zu deiner Formulierung mit der Vorlage. Da setzen sich Leute hin am Abend und gucken Maischberger. Ich weiß nicht, was die hat, 1 Million Leute vielleicht, 1 Million Zuschauer. Und da sitzt die Melanie Amann vom Spiegel, und das ist keine kleine Praktikantin, das ist die Chefredakteurin, eine der Chefredakteure. Und der Wickert, dieses Urgestein, Tagesthemen, ARD-Mensch, und der Wickert sagt, naja, wir müssen schon ehrlich sein, am Jungfernstieg in Hamburg, die Prachtmeile an der Binnenalster, was wirklich ja, so zum Flanieren wunderbar geeignet war, muss man sagen. Da können heute Frauen nicht mehr hingehen, abends zumindest nicht, weil da nur noch Nichtdeutsche sich aufhalten und entsprechend dann sich auch aufführen. Und da meinte die Melanie Amann, die ja selber in Hamburg ist, also sie sagte, sie ist nur 2 Tage in der Woche in Hamburg, Spiegel ist in Hamburg, woher er das hätte und woher er das wüsste. Und er meinte, das haben ja Frauen berichtet. Dann sagt sie, also wir werden jetzt nicht mit jeder Frau in Hamburg gesprochen haben, und das müsste man schon mal nachprüfen. Ich meine, das weiß wirklich jeder. Es gibt ja auch genug Berichte und Filme oder Reportagen. Ja? Also dieses Null, das machen nicht mal die Grünen. Die Grünen erkennen zumindest so ein bisschen an, ja, wir wissen, es gibt Probleme und da müssen wir auch was machen. Aber dieses absolute Komplett-Ignorieren ist schon hart. Ja, du erwähnst jetzt natürlich wieder ein Beispiel, genau, was da reinpasst. Klar. Brutal. Das ist deutlich. Da muss ich der Zuschauer fragen, muss einen Moment mal. Das ist deutlich zu sehen. Aber zu den Punkten, die du gerade erwähnst, wenn wir uns diese Landschaft der Politik anschauen, dieser Zerfall der geistigen Vernunft, wirklich, wir reden von einem Klimawandel, einem menschgemachten. Es wäre viel wichtiger, über den geistigen Klimawandel nachzudenken. Ganz genau, ja. Mhm. Weil das geistige Klima in diesem Land ist doch völlig vergiftet. Vergiftet, hochgradig gefährlich, zerstörend und dumm, mit Dummheit gesät. Also das geistige Klima, darum geht es. Mhm. Unsere geistige Frequenz hier oben, unser Stübchen muss da wieder gereinigt werden. Und da in eine andere Schwingung kommen. Ja, da muss eine Menge Müll rausgekehrt werden, damit wieder Platz ist für Vernunft. Falsches Wissen auch. Genau. Ja. Und wenn du dir jetzt anschaust, dass im Moment Dinge geschehen, wie wir sie gerade erleben, in Beispielen, wie du sie benennst, wo man die Politiker hört, nach der Wahl, vor der Wahl, egal. Wenn du das noch weiter beobachtest, Mark Zuckerberg. Erstmal sollte man sich, wenn man den Namen ausspricht, überlegen, wer ist das eigentlich wirklich? Mhm. Ist das der Macher von Facebook? Meine Überzeugung, er ist es nicht. Mhm. Er ist eine Galionsfigur, die man da hinstellt, der letztlich nachher, wenn es wirklich hart auf hart kommt, auch dafür gerade stehen muss, was seine Familie, die Rockefellers, eigentlich wirklich wollen. Aber sich natürlich nicht vorne hinstellen und sagen, wir sind das. Mhm. Sondern meiner Überzeugung nach gehört er in diesen Clan rein. Und der sagt vor ein paar Tagen, ja, er musste sich der Politik beugen in der Corona-Zeit und hat bestimmte Aussagen nicht gelten lassen, hat sie als Fake und andere, sagen wir mal, Beschreibungen verbannt aus seinem Meta. Mhm. Mhm. Meta ist ja nicht nur Facebook, gehört ja Instagram, WhatsApp und WhatsApp dazu. So, das sagt er in der Öffentlichkeit. Ich meine, das ist eine Aussage, die ist mindestens genauso heftig wie die RKI-Protokolle. Ja. Und gerade so eine Unzeit für Harris als Vizepräsidentin in der Zeit, glaube ich, benennt auch Biden Administration direkt. Ja. Genau. So, das sollte nicht an uns vorbeigehen. Das also die Dinge, die wir hier erleben, die erleben wir doch eigentlich global. Mhm. Wir hören doch überall komische Geschichten. Ja. Die
dann irgendwie nicht mehr ins Bild passen, wo man sich fragt, wieso sagt er das jetzt? Wieso gibt ein Gericht hier zum Beispiel jetzt den Verteidigungsprotokollen Recht? Genau. In diesem System, in dem wir sind. Da ist zum Beispiel jetzt abzuwarten, was macht das Verfassungsgericht? Das Verfassungsgericht war ja hauptsächlich bis jetzt, soweit man das beobachten kann, für die Verfassung der Politiker zuständig. Ja, genau. Dass sie in einer guten Verfassung bleiben. Also sozusagen wie ein Schutzengel. Ja. Das war ja deutlich zu erkennen. Entsprechend auch besetzt, deswegen funktioniert das so gut, ja. Mhm. Ja. Jetzt gibt es zum Beispiel Aussagen von Trump, die mich auch wieder verwundern, warum macht er das überhaupt? Dass er sagt, in seiner ersten Amtszeit hat er noch Fehler gemacht, weil er hat falsche Besetzung stattfinden lassen. Jetzt kennt er aber die Bösewichte und in seiner neuen Amtszeit wird er das natürlich nutzen. Das bestätigt auch Robert Kennedy, der mit ihm ja jetzt zusammen agiert, aus einem Gespräch, das er mit Trump hatte, dass Trump das gesagt hat. So, das würde aber wieder für die These, dass Trump ja von den Whiteheads geführt alles im Griff hat und die schon alles im Hintergrund unter Kontrolle haben, würde ja nicht mehr passen. Mhm. Dann würde er ja nicht mehr falsche Menschen einstellen. Das ist ja genauso irrsinnig, wie ich mich immer wieder wundere, dass selbst in den alternativen Berichterstattungen immer noch erzählt wird, dass Trump vom Secret Service beschützt wird. Wird und wurde. Da muss man sich doch fragen, wenn der Secret Service zum Deep State gehört, dann dürfte ein Trump die Whiteheads und wie sie alle heißen, doch nicht den Secret Service dahin holen. Und das bestätigt sich ja auch in dem Attentat, wo man sagt, die da standen und was sie da gemacht haben und wie überhaupt das Attentat zustande kam mit dem Hinweis, dass da ein Täter ist und so weiter, passt doch nicht ins Bild. Das sollte einen doch zu denken geben. Mhm. Ne? So, aber du siehst doch, dass jetzt Protagonisten, und wenn du dich erinnerst, die letzten zwei, drei Gespräche, im letzten, das hat man ja nicht ausgestrahlt, hatte ich auch noch mal betont, dass wir immer mehr Kollateralschaden sehen werden. Kannst du dich erinnern? Mhm. Ich sagte, meiner Überzeugung nach werden wir mehr und mehr von den Protagonisten, die wir im Moment sehen, die auch eine signifikante Rolle außen spielen, nicht innen, im Verhältnis des Wissens, aber außen, dass die jetzt zu Schaden kommen. So wie in Lauterbach jetzt immer mehr zu Schaden kommt. Unter Druck kommt, ja. Und wie von mir erwähnt hier Rockefeller, Zuckerberg. Siehst du an verschiedenen Stellen, da bröckelt das immer mehr. Und die werden jetzt meiner Meinung nach abgesägt. Unsere Politiker, die wir hier haben, die machen so viel Irrsinn und so viel Schwachsinn. Und in ihrer Arroganz, die sie nach außen tragen, werden sie sich immer mehr dem Volk entfernen, der Bevölkerung. Und im nächsten Jahr, spätestens dann, werden Dinge geschehen, die wir beide jetzt noch gar nicht überschauen können. Darum ist auch mein Bauchgefühl, sagt mir, ist nicht mein Wissen, weil ich bin kein Eingeweihter, mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir, wenn die Wahl stattfindet oder auch nicht stattfindet, das werden wir ja sehen, in Amerika meine ich, also in den USA, dann werden wir in dieser Zeit von November bis Januar, Februar, da werden schon Dinge geschehen, die uns alle mehr oder weniger verwundern werden. Also da bin ich überzeugt, dass da jetzt vieles geschieht. Mhm. Aus der geistigen Sicht, also Menschen, die mental Dinge sehen können, fühlen können, egal ob wir jetzt daran glauben oder nicht, die sagen ähnliche Prophezeiungen voraus für diese Zeit jetzt. Mhm. Und wenn man das mit dem Gesamtverhältnis zusammensetzt, das wir ja schon über den Zeitraum unserer Salongespräche immer wieder darüber berichten, dass wir uns in einem Zeitenwandel befinden, von einem Zeitalter in ein neues Zeitalter, also schon in dem Wandelprozess drin sind. Ja, mittendrin. Das Gefühl habe ich auch. Ja. Genau. Mhm. Und das ist auch wieder ein unterstützender Fakt, dass wir uns klar machen müssen oder sollten, dass die kosmische Ordnung, ich nenne das jetzt mal kosmische Ordnung, gottgegebene Ursache ist.
Und alles, was mit der kosmischen Ordnung zu tun hat, hat auch mit uns Menschen zu tun. Mit allem, was lebt. Das betrifft das Pflanzenreich, das Tierreich, uns Menschen, den gesamten Planeten. Und das geschieht jetzt auch auf energetischer Ebene, so dass ich an der Stelle noch mal ganz bewusst uns ins Bewusstsein bringen möchte, dass wir Menschen einen starken Anteil daran haben, wie wir mit unserer geistigen Kraft umgehen, tief in uns drin. Natürlich ist ein wichtiger Aspekt, was wir tun, wie wir es tun, was wir tun und dass wir was tun. Aber diese innere, dieses Gefühl, dass du nicht alleine bist, dass da eine Ordnung ist, eine göttliche Ordnung, mit der du in direkter Verbindung stehst, ob es dir jetzt in dem Moment, wo wir darüber sprechen, schon bewusst ist oder nicht, ist sekundär. Wichtig ist, ein Gefühl zu bekommen, dass da etwas ist. Und dass Vernunft immer dazu führt, dass etwas Vernünftiges umgesetzt werden kann. Also vernünftiges Denken. Und gottgegebene Vernunft ist für mich die kosmische Ordnung. Und dazu gehört dieser Wandel. Meiner Überzeugung nach, da gehe ich mit alten Schriften, aus alten Lehren mit, dass wir in einem Zeitfenster uns befinden, gerade wir, unsere Generation, wo wir in den tiefsten Fall der Materie praktisch sind, waren. Ja. Und langsam die Entfaltung aus diesen tiefen, groben Materiendenken herauskommen. Das betrifft unseren Körper, der feinstofflicher werden wird im Laufe der Zeit. Wir werden wieder mehr fühlen können. Ja. Unser Körper wird wieder aktiver sein im Gesundheitssinne, dass wir uns selbst mehr kontrollieren können, dass wir Dinge erschmecken können, wo wir von vornherein sagen, das nehme ich nicht zu mir, das ist ungesund, weil wir es schon ertasten, erschmecken, dass wir Dinge sehen, die wir vorher so klar nicht gesehen haben. Und dass wir Dinge fühlen, die wir vorher nicht so klar gefühlt haben. Also einfach eine Wahrnehmungserweiterung, ja. Exakt, das ist es. Insgesamt gesehen ist das der richtige Begriff, eine allumfassende Wahrnehmungserweiterung unserer Sinneswahrnehmung. Und das ohne Drogen, ja. Ja, das ohne Erweiterung durch Drogen, genau. Also wir alle, jetzt knallt das hier ein bisschen durch. Das hört gleich auf. Ja, warte mal, ich kann ja mal das Fenster zumachen, vielleicht hilft das ein bisschen. So wie immer lassen wir immer weiterlaufen, liebe Zuschauer, ja, wir sind da gnadenlos. Und es geht hier weiterhin, ja. So, also, das... Die Erweiterung, die Bewusstseinserweiterung? Ja, die Bewusstseinserweiterung ist für mich ein ganz entscheidender Fakt, dass wir uns dem immer wieder mit unserem inneren Gefühl abgleichen. Also nicht nur einfach hinhören, was jemand sagt, sondern auch reinfühlen. Fühlt sich das stimmig für mich ganz an. Genau, ja? Das fällt mir jetzt auch ein, ja. Genau. So, und das gehört natürlich auch in diese verrückte Zeit besonders rein, dass Menschen, die anfangen, sich auf der Ebene mit sich selbst zu beschäftigen und auch wieder auf sich selbst achten, in sich selbst in Ruhe kommen, damit sie überhaupt das umsetzen können, die werden durch diese verrückte Zeit besser kommen. Das ist meine Überzeugung. Du wirst eine andere Wahrnehmung und du wirst andere Dinge anziehen, die mit dir korrespondieren. Super, ganz genau. Und du wirst, je weniger Angst du hast, desto besser wirst du damit zurechtkommen. Aber das gefällt mir noch besser mit dem, es wird dir über den Weg laufen, es wird auf dich zukommen. Das ist okay, habe ich schon. dir wird es begegnen und du wirst es anziehen. Je nachdem, was du ausstrahlst, ziehst du auch an. Und wenn du natürlich Ängste und Zweifel und Panik ausstrahlst, dann kommt eher das auch zu dir wieder. Genau. Und ich bin auch kein Verfechter der Hypothese, dass wir hier von Supermächten kontrolliert werden, Außerirdischen etc., sondern ich glaube, dass wir Menschen in uns sowohl das sehr Positive erkennen und tun können, aber wir können uns auch verleiten lassen, durch unseren eigenen Intellekt Dinge zu tun,
weil wir Bedürfnisse haben, unseren Trieben nachzugehen. Ja? Und bei dem einen ist es größer, bei dem anderen ist es kleiner. Und dann fängt man an, dafür zu lügen, dafür Dinge zu ignorieren, Dinge nicht mehr wahrheitsgemäß umzusetzen, um das zu erreichen, was man erreichen will. Das nennt man Egoismus. Selbstlüge natürlich dann auch. Ja, kommt da auch und mit das, rein, hat, ja. Das hat auch mit dem Abfall des geistigen Niveaus in diese tiefere Materie zu tun. Ja. Dadurch entsteht auch ein mehr materielles Denken und der spirituelle Aspekt verschwindet immer. Wird immer kleiner, genau, oder ist gar nicht mehr da, ja. Und das ist auch ein Punkt, wo man jetzt als Beispiele zu, mal bringen könnte, wenn wir von den Pharmaindustrien oder Industrie und der globalen Wirtschaft, der Industrie grundsätzlich ausgehen, wie ist das geordnet? Dazu gehört der finanziell-militärische Komplex, Pharmaindustrie, mittlerweile die Tech-Unternehmen, die eine große Macht haben. Das heißt, das sind alles zentralisierte Strukturen, die nachher ein System ausmachen. Also in dem System verschiedene Systemstrukturen, die aber nachher global gesehen ein System der Macht ausmachen. Und da sind Positionen in den Führungsorganen, die dieses Machtdenken haben müssen, weil sonst würden sie das nicht weiter durchführen. Mhm. Sie haben also eine Sonderstellung, sind sehr vermögend, können sich fast alles leisten, was sie wollen, können damit auch Dinge erkaufen, teilweise das, was sie vielleicht als Liebe bezeichnen, also sich eine schöne Frau kaufen, ist bei bestimmten Frauen möglich. Ja? Die sagt dann eben, okay, das kostet so und so viel. Hat mit Liebe, das, hat leider ja, nichts zu tun. Das ja. sagt sie dir zwar nicht, aber das ist dann für dich in deiner Illusionswelt drin. Also hast du damit selbst für dich in dem Moment als Egoist Liebe erkauft. Ja, ja. ja. Das ist natürlich eine Lüge, es ist eine Illusion. Aber der Mensch lebt dann in der Illusion. Ja, ja, ja. So, und diese Menschen sind eben bereit, sehr weit zu gehen, im negativen Sinne. Dafür, für den Materialismus. Ja, man kann das mal leicht umschreiben mit dem simplen Begriff Mafia. Wenn man sich so aus dem Normaldenken heraus eine Mafia vorstellt, dann hat man da eine Struktur, unterschiedliche Hierarchien und irgendwo ist immer irgendwo ein Mafia-Boss. Und umso grausamer der ist, umso besser funktioniert sein Mafiasystem. Ja? Und da gibt es eine herrliche Anekdote aus den Dreiteiler von Der Pater. Und im dritten Teil geht es darum, dass in dem Familienclan sie immer versucht hatten, aus der Mafia rauszukommen in die Politik. Sich also immer mehr Macht zu ergreifen. In durch legalen Geschäften auch. Genau. Und dann, ja. So, und als er dann schon beim Vatikan ist und mit ihm Vatikangeschäfte macht, was übrigens in real auch geschehen ist, ja. Das ist jetzt in dem Film übernommen. Ja, ja, da gibt es Verbindungen natürlich. Da sagt er dann zu seiner Familie, als er da sitzt und sagt, ich habe mein ganzes Leben lang versucht, aus der Mafia rauszukommen und legale Geschäfte zu machen. Aber umso höher ich aufgestiegen bin, umso stärker habe ich gesehen, dass dort die wahre Mafia ist. Oder umso krimineller wurde es, glaube ich. Ja, nee, dass da die wahre Mafia sitzt. Ja. Und damit hat er in dem Film eigentlich schon das gesagt, was wir jetzt hier gerade auch ansprechen und was für immer mehr Menschen deutlich wird. Das ist Mafia. Es ist ein Mafia-Konstrukt. Und wie weit du in der Hierarchie nach oben durchblickst, durch solche Figuren, die BlackRock kontrollieren, wie Vanguard kontrollieren und, kommst du dann auch irgendwann zum Vatikan. Und dann landest du im Vatikan wieder bei bestimmten Gruppierungen, wie zum Beispiel den Jesuiten und Zionisten in anderen Bereichen. Und dann merkst du nachher, dass das alles in letzter Instanz im Spirituellen abläuft und dann sich in die Materie durchsetzt. Und wenn du nur in der Materie haften bleibst und dort Protagonisten angreifst oder sie angreifen lässt und dich mit denen beschäftigst und die aburteilst und nicht weitergehst, dann hast du das Übel nicht wirklich paralysiert. Weil das Übel ist tief in der Wurzel. Und das ist der spirituelle Teil. Der geistige Teil ist die wahre Macht. Nicht das Militär, sondern die, die das Militär leiten. Die, die den Befehl nach unten geben, sind nicht die Generäle.
Genau. Sondern die Generäle bekommen die Befehle. Ja. Und die Präsidenten sind nicht die Befehlsgeber in letzter Instanz. Genauso wenig wie ein Vorstand bei BlackRock oder sonst wo letztlich für uns sichtbar die Entscheider sind. Sondern es geht immer zurück zu diesem spirituellen Kreis. Und das sind nur wenige. Wenige, die diese Macht haben. Aber wir müssen durchschauen, dass wir da nachher in letzter Instanz ankommen. Das heißt nicht, dass man dieses ganze, sagen wir mal, Tun derer, die wir sehen in der Politik, in der Wirtschaft, die hier wirklich Böses tun, dass die nicht auch eine Rechtfertigung erfahren. Ja. Ja? Gerichtsbarkeiten abgeurteilt werden. Aber da ist nicht das Ende der Kette. Mhm. Und darum sage ich immer, der Film, den wir sehen, wer letztlich die Regie wirklich führt, im Geistigen, im Spirituellen, kann ich noch nicht überschauen. Aber ich weiß, dass es von daher kommt. Und die Kräfte, die spirituellen Kräfte, die uns gut gesonnen sind, sind in der Essenz unbesiegbar, weil sie der göttlichen Vernunft folgen. Aber sie können der Menschheit nichts aufdiktieren, weil dann der freie Wille des Menschen nicht respektiert würde. Ist ein bisschen, beißt sich die Katze in den Schwanz beim ersten, aber eigentlich kann man sie auflösen. Ja, find ich, ja, sehr gut. Du hast also eine Kraft dort im Spirituellen, die letztlich gar keinen Gegner fürchtet, weil sie jeden Gegner einfach durch die Wahrheit ausschaltet. Die Wahrheit ist da und die Illusion verschwindet. Das ist so, wenn das Licht kommt, ist die Dunkelheit weg. So musst du dir diese Kraft vorstellen. Aber sie kann uns Menschen nicht zwingen, dass wir dieser geistigen Logik folgen. Und jetzt schau dir mal die großen Konzerne der Welt an. Das sind alles Aktienunternehmen. Und wer macht denn diese Aktienunternehmen überhaupt stark? Wer finanziert diese Aktienunternehmen? Der Aktionär. Und der Aktionär... Der bringt frisches Geld, ja, richtig? Das sind die Massen, wir Menschen, die sich also von Satan haben fangen lassen in diesem System und sich keine Gedanken darum machen. Sie finanzieren den Komplex auch, der zu dem Militär gehört. Weil auch diese Unternehmen sind Aktienunternehmen. Ja. Nicht das Militär, aber die Unternehmen, sagen wir mal, das Kriegsmaterial herstellen. Rüstungsfirmen, ja. Und die Tech-Firmen, wenn du dir das anschaust. Wir reden doch in letzter Zeit darüber, dass immer mehr Einzelhandel oder kleinere Läden, teilweise dann auch größere Unternehmen, pleite gehen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel von kleineren Geschäften redest, das macht doch Amazon. Auf Amazon kriegst du doch alles geliefert für ein Drittel, zwei Drittel des Preises. Musst nicht mehr in einen Laden gehen. Das sind alles Unternehmen, die dem Tech-Bereich zugeordnet werden können. Das sind nur Beispiele. Andere Tech-Unternehmen haben das Wissen über das Netz und haben dort auch wieder Aktionäre, die sie finanzieren. Geht jetzt weiter mit der KI? Wer hat die bessere KI, die bessere Rechenpower? Und das so heißt, weiter? Unterm Strich sind wir Menschen, die Masse der Menschen, wird immer benutzt und kapiert das nicht. BlackRock gehört zum Beispiel oder einen großen Anteil von VW. Wer weiß denn das? Porsche hat Aktien von VW. Aber VW hat Aktien von Porsche. Wer ist also jetzt der Eigentümer von wem? Die Verwässerung, die dort stattfindet, die ist für uns Menschen nicht mehr überschaubar. Aber das ist gewollt. Damit du gar nicht mehr weißt, wer ist denn eigentlich jetzt wirklich am Tun. Entschuldige ganz kurz noch einen Satz dazu. Es gibt Aktien, die haben Stimmrecht. Genau. Das ist ein gewisser Teil. Aber nicht alle, ja. Und das ist anhand erlesene Aktionäre. Und es gibt den Großteil der Aktien, die haben kein Stimmrecht. Und das ist für das Fußvolk, die alles finanzieren, die sich aber selbst damit versklaven.
Und jetzt stell dir dich mal auf die Seite derer, die das beherrschen, was ich gerade sage. Die sagen sich in gewisser Weise, entscheidet mit welcher Moralsicht man das betrachtet, die sagen sich doch in gewisser Weise zurecht, na, wenn die so dämlich sind, dass sie sich selbst versklaven, ihre eigenen Hüter sind, sich selber bewachen, ja, sich selber die Handschellen anlegen, ja, noch gegenseitig, sich selber noch denunzieren gegenseitig. Ja, warum sollen wir denen denn auf einmal die Macht zurückgeben? Anscheinend wollen die das ja nicht. Ja, also das ist durchaus legitim auch zu sagen. Ja, finde ich nachvollziehbar. Ich wollte noch ganz kurz ein Beispiel hinzufügen wegen Porsche VW, weil du es so gut dargestellt hast. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, liebe Zuschauer, Mike, als damals diese Porsche VW-Geschichte war, wo es kurz davor war angeblich, dass die Porsche, dass Porsche VW übernimmt, die Aktienmehrheit, ja, also die Tochterfirma. Also ganz ehrlich, ich möchte gerne jemanden sprechen, der das wirklich verstanden hat. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Ja, ja. Das ist ja das Verrückte. 2016 hat BlackRock Vanguard gegen VW geklagt, obwohl sie einen Hauptteil der Aktien halten, also die Hauptaktionäre sind. Wegen diesem Dieselskandal, oder? Ja, ja, Betrug, ja. Der Abgas. Ja, ja, genau. Manipulation. Software, ja. Und trotzdem verklagen sie sich eigentlich selbst, weil sie ja die Aktien halten. Das ist so pervers, ehrlich, ja. Verstehst du, das ist ein Schauspiel. Ja. Aber wenn man sich dahinter guckt, wenn man das alles nicht weiß, dann sagst du, VW ist VW, Porsche ist Porsche, BlackRock weiß ich gar nicht genau, ist irgendwie so ein schwarzer Stein. Kümmerst dich um nichts von dem und dann wunderst du dich, dass du an einer langen Nasenkette durch die Manege gezogen wirst. Und das passiert die ganze Zeit. Und der spirituelle Punkt, den ich vorher mit dir besprochen habe, der jetzt auf uns wirkt, in dem Sinne, dass wir in eine höhere Frequenz kommen, ja, der sorgt schon dafür, dass Menschen anfangen, auch wenn sie sich nicht damit beschäftigt haben, auf einmal anfangen, sich mit Dingen zu beschäftigen. Die wissen gar nicht genau, warum sie das tun. Sie tun es einfach, weil die Gehirnzellen wieder anfangen zu pulsieren. Sehr gut. Und das passiert auch. Es passiert. Es ist jetzt, man kann natürlich auch immer sagen, ja, man sieht halt die Dinge, die man sehen will. Oder man kann sich das auch schön hin zurechtlegen, ja, und so. Aber ich bin mir da wirklich, wirklich sicher. Das ist spürbar, dass immer mehr Menschen wirklich anfangen, ja, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja, ja, und das ist eben auch der Grund, warum ich sage, diese spirituelle Kraft, von der ich sprach, ja, vorhin, die uns nicht so gut gesonnen ist, also genau das Gegenteil von gut, die wissen das natürlich, die Zeitrahmen. Die wissen, dass wir in ein neues Zeitalter gehen. Und die wissen, dass sie damit ein Problem bekommen. Mhm. Weil Menschen, die vorher einfach dumpf, stumm durch die Welt spazieren, vor sich hingelebt haben, wenn man so will, jetzt auf einmal Impulse bekommen, die sie vorher nicht bekommen haben. Aber das kommt von der Orchestrierung dieser göttlichen Ordnung. Und sie wissen, sie können nichts dagegen tun. Sie wissen, dass sie es schwer haben jetzt. Ja, immer schwerer werden wird, ja. Das wissen sie. Aber sie versuchen natürlich, du musst dir vorstellen, du bist an einem untergehenden Schiff. Ja, das immer wieder bei dem Bild. Und willst nicht absaufen. Da sagst du nicht einfach, komm, lass mich untergehen. Das genau, machst du nicht. Du versuchst mit jedem Halm, dich irgendwie doch noch zu retten. Und das geschieht. Und das ist verdammt schwer für sie. Und darum läuft so viel schief. Weil sie jetzt nicht mehr die Kontrolle, wie noch vor einigen Jahrzehnten hatten, wo sie einfach, wo das Schiff kein Leck hatte. Mhm. Da waren sie schon auf, die sind schon auf dem Kurs gewesen zum Eisberg. Aber sie wussten nicht, wo der Eisberg ist, wann er kommt. Und sie waren auf dem Schiff noch ohne Leck. Aber seit einigen Jahren ist das Leck drin. Mhm. Und das Ding läuft voll. Ich weiß, dass wir dieses Beispiel der Titanic schon öfter gebracht haben. Ja, aber es drängt sich auch auf, auch mit der Kapelle, ja, auf Deck, ja, wo ja unten schon die ersten verstorben sind, ertrunken sind. Ja, ja, also wir sind immer noch da drin. Auch der Kaugummi, von dem wir sprechen, der sich ja scheinbar immer länger zieht. Aber
Er ist verdammt dazu zu reißen. Und dieses Schiff ist verdammt dazu zu sinken. Sie können es nicht, aber sie versuchen es mit allen Mitteln. Und wenn du eben nicht mehr die Mittel zur Verfügung hast, die so stabil sind, wo du feststehst und sagst, jetzt habe ich hier den Anker und weiß genau, was los ist, der zerbröselt auf einmal. Dann versuchst du immer noch mit allen Mitteln, aber es läuft immer mehr entgegen dem, was sie eigentlich wollen. Und ich spreche nochmal bewusst davon, dass wir die Menschen, die wir hier draußen in der Politik sehen, die sind nicht die, von denen ich spreche. Mhm. Das sind nur wieder die Marionetten vorneweg. Und von denen musst du gar nicht weiter darüber nachdenken, haben die einen spirituellen Blick? Nein, das sind ganz billige Nummern. Genau, die sind weit noch in der Materie drin. Für die ist wichtig, dass der Fahrer den Schlag aufmacht des Dienstwagens und du irgendwo auftauchst und der Wichtigste bist. Genau. Und die werden sich jetzt in kürzester Zeit immer mehr verabschieden. Das ist meine tiefste Überzeugung. Darum sage ich ja, wir werden mit Sicherheit in dem Zeitrahmen jetzt bis zur Wahl und nach der Wahl, egal ob sie stattfindet oder nicht, red von dem Zeitrahmen, wird ein viel größeres Maß an Dingen noch auf uns zukommen, wo wir sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Und dass der das sagt und dass die auf einmal verklagt werden und dass das auf einmal so geschieht und ich dachte doch eigentlich, es würde so geschehen. Da wären viele Dinge, wo man früher Jahrzehnte für gebraucht hat, um zu erkennen, ja, das ist ein langer Weg gewesen, aber wir haben uns anscheinend geirrt, wir sind doch auf dem falschen Weg. Mhm. Diese Wege werden immer kürzer. Genau. Mhm. Und das ist auch für mich immer wieder ein Anreiz, dass ich diese Dinge, von denen wir jetzt sprechen, immer wieder in mir selbst fühle, hinterfrage, mir Dinge anhöre, Dinge, die du sagst, die andere Menschen sagen, und dann gleiche ich das ab mit dem, was ich wahrnehme, was ich fühle und was mein Wissen mir zurzeit, sagen wir mal, freilässt, wo ich mit arbeiten kann. Und das sollte man meiner Meinung nach in der Jetztzeit, kann ich jeden Menschen nur raten, in dieses Gefühl der Selbstreflexion, des Selbstbeobachtens, sollte man gehen und damit in Ruhe sein und nicht in Hektik und sich immer wieder hinterfragen, will ich das eigentlich? Brauche ich das eigentlich? Oder brauche ich eigentlich was ganz anderes? Und will ich vielleicht etwas ganz anderes? Und gibt es da vielleicht etwas, was ich übersehe? Gibt es da Dinge, die ich falsch beurteilt habe in mir selbst, die ich vielleicht nur ablegen brauche und sage, nee, ich mache das jetzt einfach anders. Und auf einmal merkst du, das flutscht. Mhm. Und die Dinge gehen viel leichter von der Hand. Du fühlst dich auf einmal gesünder. Dein Körper reflektiert das, was mit deinem Geist passiert. Mhm. Ja? Das geht ja immer weiter, ja, ganz genau. Mhm. Ja, und das kann ich wirklich nur immer wieder empfehlen, dass wenn man sich der Irrsinnsgeschichten annimmt, so wie wir das ja immer zu Anfang in unseren Gesprächen machen, dann hat das seine Relevanz, das ist völlig okay. Dann kann man auch erkennen, mehr und mehr, was da eigentlich wirklich geschieht. Aber sich die Dinge so als die absolute, in Stein gemeißelte Wahrheit vor Augen zu halten und in sich zu führen, das macht dich krank. Das macht dich geistig und physisch krank. Da fragst du dich nur, in welchen Abgrund soll ich denn driften? Oder blicken, ja, der mich dann runterzieht. Ja, Es gibt zurzeit gute Kommentare oder sagen wir mal Aussagen von Menschen, die sich in der Öffentlichkeit, sprich im alternativen Bereich, zeigen und ihre Sicht der Dinge erklären, die vieles sagen, wo ich meine, ja, die sehen das aus meiner Sicht genau ähnlich wie ich. Die erkennen BlackRock, die erkennen diese ganze materielle Welt, was da so drumherum geschieht und wo das hinführen kann. Aber da gibt es dann den Teil, die machen dann ein Szenario, ist alles zu spät. Da bist du dann schon im Armageddon, im negativen Sinne. Genau. Die sagen dann, wenn wir jetzt nicht ganz genau aufpassen, dann werden wir in eine Versklavung des Geldes kommen, der digitalen Welt und. Das ist etwas, was in einem gewissen Rahmen möglich wäre, wenn der größte Teil der Menschen weiter im Tiefschlaf bleibt. Genau.
Und da, ich gehe aber davon aus, dass dieser Tiefschlaf schon lange nicht mehr da ist, sondern dass das in einem Erwachungsprozess immer weiterläuft. Darum sehe ich eben nicht diese negative Prognose. Mhm. Aber dass das gewünscht ist von denen, die uns hier kontrollieren, davon gehe ich aus. Ja. Und dann gibt es die, die sagen, du mach gar nichts. Leg dich hin, mach ein Nickerchen und wenn du aufwachst, ist alles schön. Das ist für mich Dummheit. Ja. Im Sinne von, du sollst deinen Geist nicht mehr benutzen, deinen Körper nicht mehr benutzen. Das machen alles andere. Totale Passivität, ja genau. Mhm. Ja, und diese beiden Extreme, die lehne ich persönlich ab. Das heißt nicht, dass bei diesen beiden Extremen immer wieder Sachen gesagt werden, die vernünftig sind. Die einfach logisch, wie die AfD zum Beispiel Dinge erkennt und ausspricht, dass das einfach gegenübergestellt wird. Aber diese Extremität, da bin ich der Überzeugung, das ist der falsche Weg, die eine oder andere Richtung. Mhm. Der Weg ist genau die Mitte. Du musst die Mitte zwischen dem finden und dann wirst du auch den Ausgleich finden. Und wo ist die Balance? Die ist nie rechts oder links. Die ist immer in der Mitte. Du kannst als geistiges Wesen keine Balance haben, wenn du hier oder da auf der einen oder anderen Seite Schlagseite hast. Und da erkennst du bestimmt bei dem einen oder anderen Satz Dinge, die du aus alten spirituellen Lehren schon gehört hast, von klugen Menschen, wenn du so willst, egal ob du jetzt Jesus nimmst oder Buddha oder andere, die haben das doch alles schon gesagt. Das heißt, da ist doch dieses uralte Wissen, was mit Wahrheit verknüpft ist. Und da ist der entscheidende Punkt, die Wahrheit ist wie das Licht. Die Wahrheit kann durch Dunkelheit nicht verdrängt werden, durch Illusion, nur wenn der Geist dunkel wird. Genauso wenig, wie du mit dem Schatten nicht die Sonne verhinderst. Das Licht ist da. Das ist ja nicht stockdunkel im Schatten, dass du nichts mehr siehst. Ja. Das ist unmöglich. Und so ist das mit der Wahrheit. Und jetzt merken wir auch in dem Prozess, in dem wir sind, dass doch da immer mehr Wahrheit scheinbar zutage tritt. Ja. Und die ganzen Lügengeschichten, die sie jetzt hier auftafeln, nach der Wahl zum Beispiel hier in Deutschland, was sie da alles als Argumente bringen, werden, ja, läuft doch immer gegen. Du brauchst doch nur mit deinem gesunden Menschenverstand dir die anhören und sagst, ist doch völlig das Gegenteil von der Realität. Ja. Das völlige Gegenteil. Und diese Schere, das ist auch das, was ich schon öfter gesagt habe, zwischen dem, was erzählt wird, und der Realität, die geht halt inzwischen so weit auseinander, dass immer mehr Leute sagen, nee, ja, das zerreißt mich. Das kann nicht beides gleichzeitig stimmen. Also von daher, und ich sehe ja, was ich erlebe jeden Tag in meinem Alltag. Und die erzählen einen ganz anderen Alltag, den ich erlebe. Ja. Und da kommt ja auch meiner Meinung nach dieser sagen wir, Widerspruch im Geiste auf, wenn du die Sache wahrnimmst, wo du dann selber zu dir sagst, sag mal, die sind doch in der Machtposition. Die sitzen doch jetzt da irgendwo in der Politik an bestimmten Hebeln und vernichten sich praktisch selbst. Warum machen sie das? Ja, genau. Und dann kannst du denken, naja, weil noch zu viele Menschen dumm sind und das nicht verstehen. Und dann erkennst du aber gleichzeitig, es werden mehr, die das verstehen. Und umso mehr sie so agieren, wie sie agieren, werden es noch mehr. Ganz genau. Und dann fragst du dich wieder, na, warum machen sie das? Wo ist dann für dich eine logische Antwort? Und da sage ich, da fängt die Logik an, dass man sagt, es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Entweder lässt man sie machen, weil sie wirklich so verdummt sind. Und wenn man sie das machen lässt, dann heißt das, man will, dass Menschen wach werden. Und wenn man nicht wollte, dass sie das machen, dann würde man sie wegaddieren. Wegradieren. Nicht addieren, sondern wegradieren. Macht man aber nicht. Im Moment lässt man sie. Alle sind da. Ja? Und jetzt fragst du dich dann, naja gut, okay, man will sie anscheinend weghaben. Warum will man sie weghaben? Dieses System kann sich doch ändern, auch ohne, dass man da so ein Theater macht. Nein, weil da nicht genug Menschen wach wären, die in ein neues System mitgehen. Das macht doch Sinn. Eindeutig, ja. Ja, und wenn du jetzt aber jemand bist, der über 35 Ecken denkt, könntest du sagen, naja, ein ganz Schlauer könnte das jetzt auch nutzen, um daraus eine Honigfalle zu machen. Darum darf man das nie außer Acht lassen.
Darum ist da immer noch so eine kleine Schwelle, wo man sagt, man muss weiter geistig wach bleiben. Und draufschauen, ja. Und draufschauen. Und das ist das, was der entscheidende Punkt für uns ist. Dass wir wieder alle unsere Souveränität in uns finden und immer selbstbewusster im positiven Sinne die Sachen durchschauen. Wunderbar. Mike, ich denke, wir können unseren Zuschauern nicht in eine große Pause entlassen. Wir wollen ein bisschen was machen, aber Mike und ich sind unabgesprochen, gleichzeitig sozusagen ein bisschen raus, jetzt im September. Und wir werden uns melden, aber es wird technisch jetzt kein Salongespräch werden können, aber wir werden uns damit was von uns hören, sage ich mal. Wir wünschen euch von hier aus einen schönen September und wir sehen uns und also in der normalen Salongesprächsreihenfolge dann Ende September, spätestens Anfang Oktober. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wann der nächste Freitag ist. Anfang Oktober eher. Dran denken, Salongespräch live. Infos bzw. Meldeadresse zum Anmelden oder zum Sagen, wir hätten da auch einen Veranstaltungsort unten in der Beschreibung, salongespräch.live@gmx.de. Ja, Marc, dann wünsche ich dir mal einen schönen, auch nicht, mache ich ja auch, machst du wahrscheinlich auch, einfach auch mal alle Viere von sich zu strecken. Genau. Ja, und ein bisschen mal, nicht ganz, aber ein bisschen runterfahren, das Ganze von dem Wahnsinn. Und euch eine gute Zeit, liebe Zuschauer. Vielen Dank für eure Treue und bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, Thomas, mir bleibt noch zu sagen, was du gerade erwähnt hast, dass wir jetzt in eine Pause gehen. Ich würde jetzt vorschlagen, hier vor der Kamera, wenn wir weiter dabei bleiben, dass wir am Freitag veröffentlichen. Mhm. Aber kurze Videos eben, die wir dann veröffentlichen, sodass unsere Zuschauer zumindest wissen, dass wir freitags immer noch ein bisschen was von uns zu sehen und zu hören haben. Genau. Mhm. Sollte was ganz Entscheidendes geschehen, dann machen wir eine Sondersendung. Uns natürlich, das ist ja klar. Dafür sind wir auch, also das sind wir schon auch parat dann. Ja, aber ich glaube, die ganz besonderen Sachen, die kommen dann. Die kommen erst, wenn wir wieder am Start wieder da sind. Thomas, in dem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Ja, gleichfalls, danke. Mich wieder sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Und auch für euch da draußen alles Liebe, alles Gute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.